Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ganz viel Zuschauerpost für dich, denn es ist Weihnachten und da ist das ein oder andere hier eingetroffen und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich das ein oder andere einfach noch nicht ausgepackt habe. Und wenn du Bock drauf hast, hier so ein bisschen mit mir durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Sammy ist hier auch schon mit am Start. Der hat sich nämlich heute gedacht, komm, es ist Weihnachten, wo Frauchen das Video dreht. Ich komme mal mit nach oben. Mal gucken, was hier oben so geht. Und das war ein Reim. Und das hat er sich ganz genau, ganz bestimmt so gedacht. Ich habe hier als erstes etwas, was ich euch zeigen möchte. Das habt ihr im Thumbnail auch gesehen von der lieben Dani. Und ich bin jetzt an meinen Strohhalm gerade gekommen. Alles so schön eingepackt, Leute, ne? Ich sage es immer wieder, ich bedanke mich von Herzen für eure Liebe, weil das ist nicht selbstverständlich. Das ist mir durchaus bewusst, dass ich all diese Sachen bekomme von euch. Es ist einfach krass, ne? Und es ist für mich immer wieder überwältigend und ich weiß gar nicht, wie ich richtig darauf reagieren soll. Soll ich euch das zeigen? Soll ich das nicht zeigen in dem Video? Keine Ahnung, wie handhabe ich das am besten? Und ich habe mich jetzt einfach mal dieses Jahr, also jetzt Ende dieses Jahres dazu entschieden, euch das wirklich alles zu zeigen und das dann aber auch auf verschiedene Videos aufzuteilen. Ihr habt jetzt ja, glaube ich, schon 3 oder 4 Teile davon gesehen und ja, es ist krass, es ist wirklich krass, Leute. Okay, also zuallererst habe ich hier ein Kärtchen mit drin. Und das ist, hurra, ein Junge, zur Geburt des Babys die allerbesten Wünsche. Ja, liebe Daniela, der Julius, der ist jetzt schon ein bisschen älter und da hat sie mir ganz, ganz viel geschrieben. Ach, guck mal, also ich lese euch die Karte nicht vor, weil ich glaube, das ist dann teilweise auch ein bisschen privat. Sie richtet sich auch tatsächlich ein bisschen an Sammy, der ja neben mir hier gerade sitzt, was ich total schön finde. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass die liebe Daniela quasi um die Ecke wohnt. Es ist einfach krass. Ich habe es auch schon bei dem Versand Etikett gesehen, dass ich gedacht habe, Moment, es ist das gleiche Dörflein hier, ne? Sie hat mir hier auch ihre Handynummer mit reingeschrieben und da werde ich mich mal melden, dass wenn Julius mal groß genug ist, dass ich dann ihn mit seinem Papa hier alleine lassen kann, damit ihr vielleicht echt mal einen Kaffee trinken kann. Richtig cool. Ja, liebe Daniela, vielen, vielen Dank für deine wundervollen Worte. Das ist echt eine schöne, schöne Karte. Und ja, jetzt komme ich zu diesen schönen, schönen Paketen, die du so liebevoll eingepackt hast und die ich jetzt einfach aufreißen muss. Witzig, die habe ich mir jetzt tatsächlich letztens erst gekauft. Die milde Seife von Isana, fühl dich gedrückt. Das ist ja richtig schön. Mag ich gerne leiden mit dem Alpaka drauf, ne? Das ist cool. Dann habe ich hier das nächste. Hier vermute ich tatsächlich Masken oder sowas drin. Hm, Captain Schnüffelschnute, was meinst du? Ja, sehr geil. Das ist einmal die Isana Tuchmaske Let It Snow. Richtig, richtig cool. Da hab ich, die habe ich mir auch schon geholt, diese Mops-Maske. Liebe ich. Also solche LEs sind voll mein Ding. Und dann von Garnier die Hydra oder Hydra-Bomb-Tuchmaske. Ich liebe von Garnier diese Hydra-Bomb-Tuchmasken. Die sind so toll, pflegend, feuchtigkeitsspendend. Also vielen, vielen Dank. Hui, das ist ein bisschen schwerer. Oh mein Gott, ist das süß. I am a dog lover. Ja, das ist eine Hundetasse. Wie süß. Sammy, bist du gleich bei mir auf dem Schoß? Wahrscheinlich, ne? Ich mag einfach Tassen, ne? Das ist voll mein Ding. Und das passt natürlich wie Poppes auf Eimer. Und dann haben wir hier eine Sweet Bloom Scented Body Wash Geschichte mit einem wirklich niedlichen Hund drauf. Ich weiß gar nicht, wie diese Rasse nochmal heißt. Nicht Attica oder sowas, weiß ich gerade nicht. Ja, das riecht auch sehr, sehr angenehm. Aber das ist schon für Menschen, glaube ich, ne? Nicht für Mr. Vaughn. Nein, für dich ist es nicht, Sammy. Oh, das ist echt so schön eingepackt, ne? Das will man gar nicht so kaputt machen. Und das ist für mich doch wirklich wie Bescherung, weil ich packe das ja hier gerade am 24.12. aus. Ne, Schatzi macht gerade Essen. Ja, es wurde an Julius gedacht. Oh mein Gott. Hier haben wir einmal von Baby Dream die Frottee-Söckchen. Gesundheit, Sammy. 6 bis 12 Monate. Süß. Ich liebe Babysöckchen, ne? Da sind 3 Paar drin. Oh, danke schön. Dann haben wir hier mit Dinosauriern, mit Dinos, Größe 62, 68 im Body. Der wird ihm, ich denke, im Frühling passen, ne? 3 bis 6 Monate, ja. Ne? Bis
bisschen Sommer, bisschen Frühling, aber so süß. Ich liebe Dinos. Dankeschön. Oh mein Gott, das ist richtig geil. Das ist mit Hund. Oh mein Gott. Guck mal. Ein Body mit Hund drauf. Dankeschön. Also ich bin ja immer so auf der Suche nach Babysachen oder generell Sachen halt, ne, wo halt auch ein Hund mit drauf ist. Du hast so viel mit Katzen und keine Ahnung, aber selten was mit Hund. Und jetzt habe ich hier noch so zwei Tüten. Die sind schön. Oh, Simmy, da ist was für dich mit bei. Einmal habe ich hier Naturverliebt dein Bestes. Knabbersticks mit Karotte. Vegane Rezeptur. Vegane Rezeptur? Ja gut. Manchmal kriegt Sammy ja auch einfach so eine Möhre, ne? Das ist ja cool. Ja, ja, ich weiß wohl, warum du mit hier hochgekommen bist, kleiner Mann. Was das gerochen, sag, ne? Oh, die riechen auch richtig nach Möhre. Die riechen voll lecker. Schnüff, 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 schnüff. Sabber, sabber, sabber. Sammy ist auch nicht mehr der Jüngste. Der ist jetzt ja 8 Jahre, ne? Mittlerweile sabbert dir. Das hat er sonst nie gemacht. Und hier ist noch mit drin von Dein Bestes. Hier habe ich auch letztens gekauft. Die Wintermomente 20 Knabberstreifen mit Wild und Pansen. Das ist auch cool. Die sind auch ohne Zuckerzusatz und so weiter. Ne? Vielen, vielen Dank. Und dann habe ich hier noch eine etwas größere Tasche. Wie cool ist das denn? Von Alnatura Knabbereulen. Die sind süß, ja. Sowas kann ich sehr gut gebrauchen. Vielen Dank. Und von Enerbio habe ich hier Knabbersonnen aus kontrolliert biologischem Anbau. Na guck, dankeschön. Also liebe Daniela, manchmal ist der Zufall dann doch irgendwie ganz, ganz, ganz hold mit einem, ne? Und ja, dann trifft man im Internet auf einmal auf Leute, die irgendwie gefühlt um die Ecke sitzen, ne? Das ist ganz witzig. Sicherlich 2023 hat ja 365 Tage, glaube ich, ne? Da werden wir uns sicherlich mal an einem Tag treffen. Ich wundere mich immer, dass man sich da nicht irgendwie rein zufällig mal irgendwo im Aldi oder so getroffen hat, wenn man doch so nah beieinander wohnt, oder? Die liebe Corinne hatte mir schon geschrieben, boah, Claudi, du musst das Paket auspacken, unbedingt, da habe ich dir selber was drin gemacht. Okay, schauen wir mal rein. Ich bin ein bisschen spät damit, ne, Sammy? Ja, aber besser spät als nie. Ich habe es halt vorher nicht hingekriegt, weil Julius hatte so seinen Wachstumsschub. Deswegen musste ich doch ein bisschen eine kleine Drehpause machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Also hier habe ich schon mal eine große Karte von ihr. Nein, wie süß. Babyboy. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott, ist das süß. Ich komme nicht klar. Das ist richtig niedlich. Oh, eine gute Fee. Das ist eine Pop-Up-Karte. Liebe ich. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, ist das. Ich lieb's. Ich lieb's. Okay, Lebensfreude, Liebe, Stärke, Sensibilität. Jedoch keine Schönheit, denn die liegt im Auge des Betrachters. Und du bist perfekt, so wie du bist. Ich wünsche dir, lieber Julius, Glück, gute Freunde, Selbstvertrauen, Mut, dass deine Großeltern dich verwöhnen, oh, das werden sie, Empathie für alle Menschen und Tiere. Oh, Corinne, vielen, vielen Dank. Richtig geil, diese Karte. Oh, wie ich die feiere, die werde ich genauso in sein Zimmer stellen. Süß. Oh, du hast mir selber Kekse gebacken. Oh. Geil, richtig, richtig cool. Ich wünsche dir so viel Glück, wie der Regen Tropfen hat, so viel Freude, wie der Himmel Sterne hat. Lustige Socken, einzigartig, weich und komfortabel zu tragen. Okay, ich weine nicht, ich bestelle Essen. Danke, kenne ich. Schläft niemand, wenn ich nicht schlafe. Ach, wenn ich nicht schlafe, schläft niemand. Mhm. Okay, ja, das sind Socken mit Humor, das kann man nicht anders sagen, ne? 50%, Mama 50%, Papa 100% perfekt. Oh, ja, passen die ihm schon? Nee, ich glaube noch nicht so ganz, ne? Das ist so süß. Tu uns allen einen Gefallen, bring Mama Kaffee. Das sind meine Lieblingssocken, die finde ich großartig. Ja, danke, Corinne, damit hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Okay, jetzt kommen wir zu den ganzen Keksen. Oh. Und sie hatte halt Bedenken, ob die noch gut sind. Aber solche selbstgemachten Kekse, die halten sich ewig. Das kann ich dir so schon sagen. Habe ich so Bock drauf. Also vielen, vielen Dank. Die, also richtig genial. So Spritzgebäck und so. Ich bin da dieses Jahr selber gar nicht zugekommen. Deswegen freue ich mich gerade wie ein kleines Kind, dass du mir hier was mit reingepackt hast.
manchmal wirklich leicht verfressen. Ich muss aber gestehen, dass ich es manchmal auch tatsächlich bin. Boah, und selbstgemachte gebrannte Mandeln ist natürlich traumhaft, ne? Mega. Today's little moments become tomorrow's precious memories. Definitiv. Das ist eine schöne Box, definitiv. Da ist auch allerhand drin. Okay, zuallererst ein Brief. Briefe immer zuerst. Alles Liebe zur Geburt. Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen. Ja, Julius. Oh, da ist so ein süßes Baby drauf, was schläft. Also das sind ganz liebe, herzliche Worte. Vielen, vielen Dank, liebe Corinne. Das ist echt. Ja, ne? Finde ich schön. So, jetzt habe ich, ich nehme erst die anderen. Also erstmal hat sie mir hier, das kann ich jetzt so gut gebrauchen, zweimal von Balea diese Augenpads, ne? Mit Hyaluron, Magnolienextrakt und Vitamin E. Ich habe eben erst mein Gebraucht-Video gedreht. Ich glaube, da waren die auch mit bei. Vielen, vielen Dank. Ich kann gerade sowas sehr gut gebrauchen. Die habe ich auch aufgebraucht, mochte ich sehr gerne leiden. Chocolate Dream Tuchmaske von Balea, das ist die mit weißer Schokolade. Die war sehr, sehr gut. Und Sammy, Reverse Sneeze, der ist auch ganz aufgeregt. Reverse Sneeze ist das übrigens, das sieht so ein bisschen aus, als würden die Hunde nach Luft schnappen, aber die niesen rückwärts. Da muss man entweder die Nase kitzeln, dass die niesen können, oder kurz warten. Meistens erledigt das sich von alleine. Aber ganz am Anfang, wenn die sowas halt, ne, bei dir zu Hause haben und du hast es vorher noch nie mitbekommen, dann hilft ihnen einfach, indem du die Nase so ein bisschen kitzelst. Glaub mir. Das hatte ich schon mal in einem Video gemacht und auch gezeigt. Und da haben mir einige drunter kommentiert. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe mir immer Sorgen gemacht. Keine Sorgen machen. Google das uns einfach. Du hast mir hier von Dalton die Face Care Hydrolift Biozellulose Maske reingelegt, du Verrückte. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Meine absolute Lieblingsmaske. Und dann habe ich hier noch ein kleines Schächtelchen, wo wir mal reingucken. Das kenne ich ja. Wer ist an der Reihe? Mama oder Papa? Ne? Das ist so eine Münze, die kannst du werfen. Ich bin ganz froh, dass mein Freund und ich uns da sehr gut abwechseln. Er ist eigentlich immer so fürs Windelnwechseln zuständig und ich halt für Stillen. Ne? Und ansonsten, ja, wir wechseln uns halt einfach ab und das finde ich auch ganz gut so. Gerade jetzt, wenn er Urlaub hat, macht das durchaus Sinn. Ne? Aber die haben wir schon tatsächlich, die Münze. Bisher mussten wir sie noch nicht werfen. Also, liebe Corinne, vielen, vielen Dank. Du musst dir keine Sorgen machen, dass da irgendwas nicht überlebt hätte. Sieht alles noch sehr, sehr gut aus. Die Socken feiere ich hart. Die Kekse werden ruckzuck vernichtet sein. Wenn das Video online kommt, sind die safe schon weg. Und die Masken werde ich natürlich machen und in meinem Auch-Gebraucht-Video im Januar davon berichten. Vielen, vielen Dank. Wer schon den einen oder anderen Tag länger auf meinem Kanal unterwegs ist, hat schon mal mich von der lieben Marion schwärmen hören. Das ist eine Zuschauerin, woraus sich schon ja, vor Jahren eine Freundschaft entwickelt hat. Und das finde ich ganz cool. Wir machen manchmal so Trash-Pakete oder schicken uns so Kleinigkeiten zu. Und hier habe ich dann von ihr tatsächlich ein Weihnachtspaket bekommen, wo direkt schon was aufliegt, was ich sehr interessant finde. Ja, und da hat sie und ihre drei Imperatoren uns etwas geschickt. Und Sammy sitzt hier auch schon direkt an meiner Seite und wartet darauf, etwas zu bekommen. Ich schicke aber erstmal ein Leckerli hier. Yum, yum. So. Er riecht das natürlich auch. Ne? Er kennt ja auch mittlerweile den Duft. Oh mein Gott, das sieht ja Hammer aus. Als erstes habe ich hier von Harry Potter, Willkommen in Hogwarts, dein magisches Kreativbuch. Da bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht tue ich das auch zur Seite, weil ja die Kinder, die bei uns kommen, sind natürlich jetzt so, dass sie immer älter werden. Und ich glaube, dass man die dazu auch begeistern könnte, sowas halt zu machen, weil ich selber dazu leider echt überhaupt keine Zeit finden werde, glaube ich. Dann habe ich hier eine Karte. Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Weihnachten ist, wenn die besten Geschenke am Tisch sitzen und nicht unterm Baum liegen. Hier haben wir auch so ein Lesezeichen. Guckt euch das mal an, wie schön das aussieht, ne? Von Harry Potter auch, aus Metall. Und hier haben wir dann einmal den Blick in das Päckchen. Da nehme ich erstmal das Unverpackte. Von Yuti, die Deep Hydration Tuchmaske. Da hat Cindy auch so von geschwärmt. Also die Rosa 87 Lee, ne? Die liebe Cindy. Das werde ich auch mal ausprobieren. Die soll sehr, sehr gut sein. Dann eine Ariel Maske. Facial Sheet Mask. Wie süß. Refreshing and Moisturizing Enriched with Hyaluron. Cool. Die wird auch ausprobiert.
Dann eine Bell-Maske, Tuchmaske. Auch Deep Cleansing. Das kann ich jetzt mittlerweile auch wohl gebrauchen. Om Nom Nom Sheet Mask, Ginger Cookies. Oh mein Gott, ich habe davon auch schon eine gemacht und auf Instagram gepostet. Die sah so gruselig aus. Marion weiß Bescheid, ne? Und jetzt habe ich hier Nachschub. Ich habe hier von GroKo was. Was ist das? Ay, nein, das sind Augenmasken. Von Star Wars, Mandalorian, The Child. Also GroKo, Coconut Under Eye Masks. Leute, zieht euch das rein. Ich habe keine Ahnung, wo kann man sowas kaufen? Mad Beauty. Ich glaube, das kann man online bestellen, oder? Witzig. Oh mein Gott, sie süß. Mit einem Eisbären. Bedruckte Tuchmaske wie Eis, sie intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Baumwollextrakt. Limited Edition von Valia. Und die ist auch so süß mit Herzchen und mit einem Eisbärgesicht. Achso, das finde ich jetzt vor meinen Füßen. Sehr schön. Buntstifte. Ja gut. Die passen auf jeden Fall zu dem Hogwarts-Buch mit dazu. Toblerone, lecker. Swiss White Chocolate, ich fall vom Glauben ab. Weiße Schokolade, das wird vernichtet, danke. Oh krass, was zur Hölle. Okay, also verhungern werde ich nicht. Merci, mega lecker. Edelnougat, Hazelnut Cream. Ich weiß nicht, ob ich die dann esse oder mein Freund. Mein Freund liebt so, ne? Boah. Nougat und ich glaube, damit machst du ihn sehr, sehr glücklich. Ich glaube, daran hast du auch tatsächlich gedacht. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Mega geiles Weihnachtsgeschenkpapier. Oh, Sammy ist hier direkt am Start. Mein Gott, ist das süß. Von Zoo Plus ist das Sloth, also ein Faultier. Und dieses Faultier umarmt ein Seil, ein Tau. Oh mein Gott. Ja, das kriegt Sammy gleich unten. Sammy, das wird dann dein Weihnachtsgeschenk, okay? Freust du dich? Wir haben hier auf jeden Fall so ein Faultier, das hat auch ein Quietschi mit drin. Ne? Und ja, ich sag mal danke im Namen von Sammy. Er freut sich jetzt schon. Geil, dann habe ich hier das nächste. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Sammy hatte auch schon mal eine Kooperation. Und ja, da ging es auch tatsächlich um Getränke. Und hier haben wir auch Trinksnacks. Das ist Rinti. Einmal Trinksnack mit Ente und nochmal Trinksnack mit Ente. Kalorienarmer Trinkgenuss, ja. Also sowas animiert auf jeden Fall die Tiere dazu, mehr zu trinken. Gerade im Sommer bei schlechten Trinkern ist das immer eine ganz gute Geschichte. Vielen, vielen Dank. Sammy freut sich. Also der junge Mann wird hier sehr reich beschenkt, ne? Rinti, Chico Plus, Leberwurstschnitte, 100% Huhn mit Hühnerleber. Ja gut, ne? Der hat auch sein Weihnachtsessen hier jetzt mit am Start. Vielen, vielen Dank. Der guckt gerade meinen Händen hier hinterher, als gäbe es keinen Morgen mehr. Hier habe ich etwas, was sich sehr weich anfühlt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist was Selbstgenähtes. Das macht ihre Freundin. Oh Gott. Lilo und Stitch lassen grüßen. Ja, Sammy, ist das nicht niedlich? It's magic. Ich muss gestehen, ich habe den Film nie gesehen. Wirklich süß, richtig schön. Das ist ein kleines Pullöverchen. Und hier haben wir dann eine Hose dazu. Da muss Julius echt noch reinwachsen, ne? Das passt ihm noch nicht so ganz. Aber ich sage vielen, vielen Dank. Wie poppig und wie hübsch ist das bitte? Dein Ernst? Okay, also das habe ich auch schon gesehen bei anderen YouTubern, aber ich habe mich nicht getraut, das zu bestellen. Pixie hat nämlich eine Kooperation mit Hello Kitty. Hello Glowy Powder. Guck mal. Ich muss das auspacken. Es ist ein Highlighter, ein sehr kühler Highlighter, aber da ist halt ein Pressing von Hello Kitty mit drin, ne? Mega. Vielen, vielen, vielen Dank. Wie cool. Und hier habe ich noch was von Hello Kitty. Oh mein Gott, wie süß. In Kooperation mit Colourpop. Okay, also das hier ist einmal ein Lippy. Oh, aber was eine schöne Farbe. Guck mal. Voll cool. Hm, Sammy, das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Fröchen, ne? Und Pressed Powder Blush. Wie schön. Island Shine. Pressed Powder Blush. Oh, zieht euch das rein. Das ist für mich auch echt so ein Kindheitsheld quasi, ne? Oh. Mm, der sieht schön aus. Der ist wohl matt, aber sehr intensiv. Guck mal, wie cool.
Marion, danke schön. Ist eine Welcome Mr. Bauchi Box drin. Was, diese Karten, Leute, ne? Glitzernde Weihnachtszeit und ein magisches neues Jahr. Zieht euch diese Karte rein. Also die Karten, die ihr mir immer schickt, das sind so schöne, bezaubernde Karten. Schneekugel einfach mal, ne? Wahnsinn. Alles klar, liebe Christine. Dann gucken wir mal, was sich hier in der Box verbirgt. Alles Liebe zur Geburt. Ach was. Okay, dein Gutschein für alle Wünsche. Sie hat mir ihren Wunschgutschein reingepackt. Das ist ja lieb. Ach du Verrückte, einfach mal. Das kannst du nicht machen. Ach, sowas finde ich einfach heftig. Also sie hat in ihrer Karte auch geschrieben, dass sie mir lieber einen Gutschein reinpackt, als dann halt was zum Anziehen zu kaufen, weil sie sich halt nicht sicher war, ne? Und, huch, also vielen, vielen Dank. Also Christine, also Wahnsinn. Dankeschön. Das ist nicht notwendig. Das ist alles nicht notwendig, das wisst ihr auch, ne? Und von Schelbens eine Feuchtigkeitsmaske gegen Trockenheitsbällchen und so. Mit Gurke ist das. Das kann man echt gut gebrauchen. Augenpads, Glam and Shine, Augengelpads. Wie cool sehen die aus? Die sind so silber. Glow-Effekt spenden Feuchtigkeit und Ausstrahlung. Oh, schön. Noch mehr. Du hast echt daran gedacht, dass ich eine junge Mom bin, ne? Essence Hydrogel, Eyepatches. Ja, das ist 24 Stunden Feuchtigkeit und kühlend. Dann haben wir hier reinigende Tonerde, strahlender Teint von B-Routine. Das ist auch interessant. Das ist cool. Die packe ich mir dann wirklich für morgens immer dann auch oben in meinen Spiegelschrank. Cookie Kiss, verliebter Plätzchen, Badeschaum von Trackle Moon. Wie süß. Oder hier Your Cozy Winter Day, kuscheliger Seelenwärmer Badeschaum mit Pflaume und Zimt. Süß. Okay, dann habe ich noch ein bisschen was zum Snacken. Das ist auch immer wichtig. Von Davert habe ich hier Hafer Porridge Cup Schokolade mit Kakaonips und sowas kannst du easy peasy und super schnell einfach zubereiten mit heißer Milch, ne? Und hast dann einfach ein schnelles Frühstück, Abendbrot oder sonst was. Richtig geil, vielen Dank. Dann habe ich hier noch zwei Riegel drin von Hey Bite. Richtig geil, die esse ich mir nachts ganz gerne tatsächlich. Einmal mit Almond and Sea Salt und Chocolate and Nuts. Die mag ich auch sehr gerne. Danke. Ich glaube, ich werde hier echt verfressen, weil ich schon so viele Naschis gekriegt habe und mich da so mega drüber freue. Und dann habe ich hier die Cremedusche Happy Winter mit sanftem winterlichen Duft. Das ist so eine süße Limited Edition. Richtig, richtig cool. Also, liebe Christine, vielen, vielen Dank. So süße Sachen, so coole Sachen. Und dann, also die Karte finde ich richtig genial. Und ja, dann werden Mr. Bauchi alias mittlerweile, nein, alias Mr. Bauchi, aber mittlerweile Mr. Bauchi, nein, mittlerweile Julius, wie heißt mein Kind? Gut. und ich dann einfach mal ein bisschen shoppen gehen. Und Schatzi darf auch ein bisschen mitentscheiden. Tja, und dann kam jetzt gerade noch von Melli dieses kleine Paketchen. Ist aber relativ leicht. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Sie hat auch irgendwas davon geschrieben, von wegen selbst gemacht. Ist auch hier aus Glas irgendwas mit dabei. Ich bin sehr gespannt. Hier steht frohe Weihnachten. Das ist eine sehr, sehr, sehr liebe Botschaft, die sie mir geschrieben hat. Also danke, liebe Melli. Jetzt bin ich noch viel gespannter, was hier drin ist. Wir starten zuallererst mit einem Set von Balea. Richtig geil. Duschgel Sense of Magic und Body Lotion Sense of Magic. Das ist so eine Beeren-LE. Finde ich so gut. Ich bin zurzeit, ich weiß es nicht warum, aber zurzeit stehe ich total auf diesen Beerenduft, ne? Und das ist halt so ein Christmas Cracker. Und da kannst du, das kann man dann so in Kombigut verwenden. Ich will mal dran riechen. Ich habe da so Bock drauf. Oh mein Gott, ja. Oh, das riecht so lecker. Nom, danke schön. Boah. Oh mein Gott, das ist Hardcore-Teekanne Winterzeit Spekulatius-Geschmack. Das ist ein Tee, der hat es in sich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich sowas mag. Ich glaube, das ist mir persönlich ehrlich gesagt zu krass. Apfeltee, ja. Also, ne, so Wintertee mit einem Hauch Zimt, ja. Aber ich glaube, das ist mir zu krass. Auch wenn ich Spekulatius liebe, aber ich glaube, Spekulatius-Tee ist mir dann doch irgendwie zu heftig. Hier haben wir einen Tannenbaum, der vor sich hin glitzert. Oh, geil! Habt ihr das? Oh, ja, das ist selbstgemacht, ne? Mhm, das ist selbstgemachte Schokolade und die sieht so gut aus.
Ja, die wird vernichtet. Vielen Dank. Raffaelos sind auch am Start. Das ist auch immer so eine ganz tolle, leckere Verführungs-Nom-Geschichte für mich, ne? Also Raffaelos sind schon sehr, sehr lecker. Oh mein Gott, wie krass ist das bitte? Also, ich muss kurz dazu was sagen. Wir haben sowas Ähnliches schon tatsächlich mal gekauft. Und das steht auch bei uns immer im Fenster. Und das hier würde perfekt dazu aussehen. Und sie hat geschrieben, dass sie das selber machen, ne? Also sie und ihr Mann. Und hier habe ich so einen Weihnachtskirchturm und zwei Gebäude mit dabei. Die sind beleuchtet. Boah, Melli, wie cool ist das bitte? Finde ich richtig, richtig genial. Vielen, vielen Dank. Sieht, glaube ich, auch bei Julius im Zimmer ganz hübsch aus. Also das ist total cool. Wirklich jetzt mal, ne? Mag gerne leiden. Dann hat man das halt batteriebetrieben. Und hier hast du dann noch etwas, diese Details. Ich mag das ja, ne? So daneben dran. Also vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Mit Liebe gemacht. Da steckt viel Zeit und Mühe drin. Vielen, vielen Dank. So, Sammy, darf ich jetzt hier zu Ende? Nee, doch, man weiß es nicht. Der hatte sich jetzt schon direkt hier meinen Platz einverleibt. Also, ihr verrückten Mäuse, vielen, vielen Dank. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so viel Liebe und so coole Sachen einfach so geschenkt bekommt. Das ist, man sagt immer heutzutage, du kriegst nichts mehr geschenkt. Das ist, also ich finde es einfach hart. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich und ja, bin einfach gerührt, ne? Wirklich. Ich finde es total heftig, dass Menschen sich hinsetzen und sich überlegen, was könnte der Claudi so gefallen, ne? Und das selber fertigen, selber backen für mich und so. Das ist so cool. Sachen für Julius aussuchen. Das finde ich einfach großartig. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr da seid, dass ihr mich auf meinem Weg hier auf YouTube begleitet. Und ja, dann wäre es auch schon von mir gewesen wieder, ne? Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Zuschauerpaketen, Tauschpaketen, was auch immer. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!